Ja, mein Schatz, willkommen zurück bei Let's Play Empire Total War. Ja, und es ist hier wieder kalt in Russland, tief in Russland drin. Und wir verdienen gutes Geld. Doch das brauchen wir auch, weil in Zukunft müssen wir ordentlich Geld ausgeben und unsere Fronten nach Persien hin zu stärken. Und deswegen sollten wir uns mal ganz schnell an die Arbeit machen. Doch bevor wir das machen, muss ich mein Geld noch sparen, denn ich würde gerne, wo ist denn unsere größte Schule? Oh, dort ist immer noch die kaputte Schule. Die könnte man für 1300 aufwerten. Ja, aber ich würde gerne die Schule hier. Oder die? Nee, die nicht. Oder lieber die hier hinten im Landesinneren mit zwei Gelehrten momentan sogar noch. Würde ich nächste Runde gerne mal zum Kolleg aufstufen. Denn dann können wir wesentlich mehr erforschen. Also das hier unten alles. Wow, klasse. Regierung durch Zustimmung. Utilitarismus und Arbeitsteilung. Jo, so sieht das aus und wahrscheinlich kann man dann auch besser danach irgendwas wieder aufwerten, weil wir können ja durch das Ganze auch noch mehr Geld erwirtschaften und dann später unsere anderen Schulen verbessern, damit wir das alles noch erforschen können. Dürfte zu schaffen sein, weil so viel ist das jetzt auch nicht, was da noch fehlt. Viel ist hier nicht mehr bei diesem Slot Industrietechnologie. Militär müssen wir noch mal ein bisschen mehr drauf gehen, aber erst später. Und jetzt brauchen ja jetzt nur noch 200 als letztendliches Geld. 200, also 2500, da können wir ja, weil wir jetzt das 200, pipapo hier, da kommen ja nochmal 1200 drauf, also passt das. Eine 1000 würden schon reichen und dann 1200 und dann, ja, so muss das, so muss das. Ja, genau, verdienen wir hier auch nochmal eine Einheit mehr dazu. Können wir noch irgendwo eine Einheit aufwerten, also wo wir noch Leute verstärken können. Nee, die können wir nicht verstärken. Erforderlich, ja. Oder sind das auch 18 gewesen? Ach, das sind auch 18 gewesen. Habe ich mich verlesen? Das sind ja 18 gewesen. So, hier sind noch einige Einheiten, die nicht vollständig sind. Was ist hier los? Hier ist auch alles noch super drauf. Da haben wir generell keine Probleme. Was ist das denn? Ein Edelmann. Was hockst du da rum, mein Freund? 30 Jahre alt. Denn der Herr. Also auf in meine beste Akademie. Oder wo war die andere? Wahrscheinlich wäre weiter vorne, ne? Ne, das war meine beste Akademie. Hier vor war noch irgendeine. Was die? Ja. Meine zweitbeste Akademie. Wenigstens eine Schule ist. Das hier ist auch eine Schule. Und hier hinten ist es, wo ist sie denn? Da ist sie. Das ist auch eine Schule, die bloß anders aussieht. Und immer noch kaputt ist. Und der Stadt geht's gut. Und der Stadt geht's gut. Der Stadt hier geht's auch gut. Den ganzen Städten geht's wunderbar. Der hier oben nicht unbedingt so, aber naja, ist jetzt auch nicht die wichtigste. Ja, dummerweise habe ich nicht auf die Uhr geguckt, wann ich angefangen habe aufzunehmen. Ich böser Bube. Also muss ich das Pi mal Daumen machen. Und jetzt gehen wir mal eine Runde weiter. Mal zu gucken, was alles so Schönes passiert. Meine Güte. Heute bin ich müde irgendwie. Ja, ja.
So ist das, wenn man am Wochenende die ganze Zeit War Z spielt. Da kommt man kaum zum Schlafen. Und dann ist man müde die Woche. Aber naja, sind ja noch irgendwie 6 oder 7 Wochen, bis ich wieder Ferien habe. Und dann erstmal schön Weihnachten, neues Jahr. Und dann geht halt alles wieder von vorne los. Ja, und dann ist das Schulhalbjahr auch schon wieder rum. Das ist ja unglaublich, wie schnell das geht. Und dann geht's aufs Ende des Schuljahres zu. Prüfung schreiben. Und dann geht's wahrscheinlich, oder sehr, sehr wahrscheinlich für mich, auf in die Oberstufe. Wow. Wunderbar. Das wird aber alles ziemlich kompliziert werden, wahrscheinlich mit dem Ganzen hier auf YouTube. Aber ich werde das schon hinkriegen, irgendwie. Irgendwie kriegt man das ja immer hin. Mein lieber Edelmann. Achso, zu weit unten, zu weit unten, zu weit. Jetzt habe ich gerade die Orientierung verloren. Verdammt. Da ist Moskau. Wo ist der nette Herr? Hier ist der nette Herr. Genau. So. Immer Moskau orientieren, dann weiß ich, wo ich hin muss. Gut. Was ist denn hier unten Was los? willst du? Infiltrieren. Was habt ihr denn hier? Armee. Ach du Scheiße, Mann. Ach du Scheiße, Nahkampfinfanterie, Nahkampfinfanterie. Die haben zwar fast nur Nahkampfinfanteristen, ein paar Kavallerietruppen, aber das ist schon gefährlich als Gegenhut für diese Armee hier. Und zwar auch Nahkämpfer und Reiter, aber so gut wie nur Fernkämpfer. Und da kann man natürlich mit den kompletten Nahkampftruppen sehr gut was gegen anrichten. Das ist natürlich. Ja, grenzwertig. Recht grenzwertig. Was haben wir denn hier? Ein Hafen. Könnte ich zum Handelshafen ausbauen. Aber erst, wenn wir das weiter erforscht haben. Ach ja, stimmt. Oder was ist denn hier? Hallo? Warum habe ich denn jetzt weniger Geld als vorher? Naja. Egal, ich habe wahrscheinlich die Einheit gekauft und deswegen war das nicht gut. Hätte ich das gewusst, hätte ich die Einheit nicht gekauft. Ja, mit dem Geld kann man jetzt eigentlich, nö, irgendwie, nö. Eine Runde weitergehen. So macht man das. Aber mal eine Runde weitergehen und dann mal schauen, was einen die Kasse so reinspült. Ich hoffe, jetzt kommen wir auf meine 2500. Rubel. Und dann läuft das alles wieder. Pol-Litauen, könntet ihr euch mal alle an einer Stelle bitte versammeln? Und dann nach oben zu Schweden ziehen und mir die Ländereien geben? Das wäre sehr nett von euch. Danke. Ich könnte ja auch Polen-Litauen mal um Geld bitten. So, hier, ich habe euch beschützt. Habe ich das Osmanische Reich da weggehauen, ne? Und jetzt gib dir mal zackig hier 5000 Rubel. Ja. Ja. So mache ich das nächstes Mal. Wenn die mir blöd kommen. Dann gleich hier so, ja. Osmanisches Reich. Habe ich besiegt. Da seid mal froh drüber. Oh Gott, Mann. Bin ich müde. Das gibt es so gar nicht. Schlafe ich ja fast ein. So, 2700, gut, dann können wir jetzt endlich die Schule verbessern. Wunderbar, wunderbar. Und das ist unsere Schule. Eine Runde dauert das noch, bis das erforscht ist, was auch immer das ist. Was ist denn das? Was erforscht der da? Ah, Haubitzen und Mörser. Für. Aha, da packt man eine Explosionsladung rein. Wunderbar. Klasse, klasse. Wirklich Bau und Rick, also Rekrutierung von 12 Pfunder Haubitzen Fußartillerie, 3 Pfunder berittene Artillerie und 4 Zoll Mörserbatterie sowie Bombardierungsschiffe. Ja, wunderbar. Gliedweises Feuern.
ist auch schon fertig. Werden wir in der nächsten Schlacht irgendwann mal sehen, wahrscheinlich. Hoffe ich. Ich denke nämlich, gliedweises Feuern ist das, das eine, dass sich die Schussreihen so hintereinander aufstellen. Und dann die erste Reihe sich hinhockt, schießt. Ne, erst schießt, dann sich hinhockt und dann die andere dahinter schießt. Das wäre meine Vorstellung von gliedweises Schießen. Ja, jetzt ist die Frage, ob das wirklich so ist, weil ab und zu denke ich mir was dabei und dann heißt es nachher, was hast du denn geraucht? Dann ist du da was anderes. Gut. Gut, gut. Das läuft ja wunderbar. Also momentan ist wieder so eine schlaffe Phase von wegen Geld verdienen, Aufbau der inneren Wirtschaft und so ein Kram halt, ne? Ist halt zum Zuschauen, glaube ich, nicht so das Spannendste, aber naja, das gehört halt auch mit zu den Aspekten des Spiels, dass das auch mal zwischendurch ein bisschen ruhiger ist, ohne große Kriege, sondern lieber ein bisschen Einheiten verrücken, Einheiten ausbilden und Geld heranschaffen durch Forschung etc. Und da ich sowieso so wenig Geld habe, ne, muss ich ja aufpassen, wo ich bleibe. Irgendwie muss ich ja meine paar Kröten über die Runden ritten. Die italienischen Staaten und Georgien sowie barbaresken Staaten und die Piraten. Militärtechnologie, Explosionsladung. Mission erfolgreich, jawohl. Neue Stadt errichtet, wunderbar, wunderbar. Natürliche Ursache. Dieser Mann ist eines natürlichen Todes gestorben. Im Schoß seiner Familie gestorben. Mögen ihr Trauergesänge seine Seele zur ewigen Ruhe geleiten. Pardon. Was habt ihr hier? Was für Karkassen werden jetzt entwickelt? Nein. Ihr entwickelt das. Nein. Nein, ihr entwickelt das. Was habt ihr denn davor entwickelt? Was war denn das? Das habt ihr entwickelt, genau. Warum auch immer. Weingüter. Und ihr entwickelt hier das Tüllenbajonett. So sieht's aus. Und zwar... Ja, ihr setzt Ringbajonette. Die verdammt viele Bajonette hier. Aber hier unten sind keine Bajonette mehr. Das wäre es auch noch. Pelotonfeuer. Ah! Das ist wahrscheinlich das. Nahezu die gesamte Linieninfanterie ist mit Vorlademusketen mit glatten Lauf ausgerüstet. Nach Abfeuern die Musketen scheint aufwendig, das heißt schlecht ausgebildet und nervöse Soldaten benötigen die auch jetzt bis zu einer Minute. In dieser Zeit kann sich der Feind annähern oder Feuer ungestört erwidern. Während des Nachladens kann eine Einheit niedergemacht werden. Weil die halbgeladene Waffen in Ansicht eines aggressiven Angreifers nutzlos sind. Deshalb ist es äußerst sinnvoll, nicht alle Angehörigen der Infanterieeinheit gleichzeitig nachladen zu lassen. Das bedeutet natürlich auch, dass nicht alle gleichzeitig feuern. Mit dem Pelotonfeuer versucht man auf das Aufteilen einer Einheit in kleinere Gruppen, die jeweils abwechselnd Feuer nachladen und erneut feuern. Auf diese Weise entsteht ein wellenartiges Feuer entlang einer Linienformation. Ja, so. So was meine ich. Genau so was meine ich. Vielleicht ist gliedweises Feuern auch so was ähnliches. Timing, konstantes Feuer beizubehalten. Sobald ein Glied gefeuert hat, beginnt es zu nachladen. Nachdem andere Glieder der Einheit geschossen haben, sollen die Männer der ersten Gliedes nachgeladen haben und bereit sein, ihre nächste Salve abzufeuern. Hierfür ist auch ein ordentliches Maß an Disziplin. Ja, okay.
Irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Genau, ich guck mal kurz, wie lange wir schon aufgenommen haben. Danach bin ich wieder da wahrscheinlich. Ja, muss ich ja, um uns zu verabschieden, falls es nötig ist. Naja, sind jetzt irgendwie 15 Minuten. Allerdings, in Angesichts meiner dauernden Genanfälle, werde ich diesen Part ein wenig früher beenden. Tut mir ja leid. Und dass es außerdem so ein bisschen langweilig hier ist. Was ist denn hier los? Persien ist schon wieder unterwegs. Und hier stehen auch ganz, ganz viele Gelehrte aus dem Osmanischen Reich. Aber, wie gesagt, ich werde den Part jetzt beenden. Und hoffentlich bin ich die nächsten Tage mal in der Lage, ein bisschen länger aufzunehmen. Und dass ich nicht so müde bin, aber kann ja nichts gewährleisten. Vielleicht wird diese Woche auch eine 15-Minuten-Woche pro Part. Und naja. Ich wünsche euch was. Bis dahin, viel Spaß und ciao.